Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, was ist denn hier los? Wartet mal kurz, nochmal mischen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Und so lauten die Energies hier vielleicht gerade auch. Ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Lasst uns mal reinschauen. Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, für meine lieben Königinnen und Könige da draußen, bitte gebt mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Das gibt es doch nicht. Hm? Also irgendwas ist hier. Hier oben schaue ich mit dir nach den allgemeinen Energien. Ja? Und dann gehe ich mit dir weiter rein, was dich selbst betreffen könnte. Und dann schaue ich mit dir hier auf eine bestimmte Verbindung. Auf jemanden, den du vielleicht magst, den du vielleicht lieb haben könntest, wenn nicht sogar liebst. Ja? Wir haben unterm Kartendeck die 5 der Stäbe auf Kopflage, wo es hier darum geht, eine Diskussion, einen Streit zu beenden, einen Machtkampf jetzt endlich hinter sich zu lassen. Ne? Und da will ich jetzt mal auf die allgemeine Energie schauen. Ich habe hier die Kraft im Kopflage, die 2 der Stäbe. Und ich habe die 2 der Münzen. Also hier ist eine Energie, wo du keine Kraft mehr dafür haben könntest, gefühlt von, wenn es um wirklich einen gefühlten Kindergarten geht, was hier jemand verbreitet. Es ist wirklich so, dass dir klar sein könnte, wenn du die Situation, in der du vielleicht steckst oder jetzt bald stecken könntest, wenn du die wirklich aus der Vogelperspektive betrachtest und eine Situation wirklich mal reflektierst, dann hast du keine Kraft mehr für so einen Scheiß, der hier passiert, mit irgendwelcher Rangelei, Streiterei und das ist dir hier alles zu dumm, das wird dir hier auch alles zu viel, dich da irgendwie zu glauben oder glauben zu müssen, dich zu behaupten. Denn eher lässt du das jetzt einfach sein, weil dir aber auch selbst klar wird, dass du an einer Sache gar nicht, dass dir an einer Sache gar nicht mehr so viel liegt. Ja? Zusammen mit den 2 der Münzen geht es hier ein bisschen um Wankelmut, dass du vielleicht noch nicht so richtig weißt, wie du das Ganze anstellen sollst, damit du einer Situation jetzt demnächst vielleicht auch eher aus dem Weg gehen könntest. Ne? Du kommst jetzt nur auf den Trichter, dass dir eine Sache nicht mehr so wichtig sein könnte, wie sie vielleicht einmal für dich war. Und jetzt könntest du auch in so eine gefühlte spielerische Unentschlossenheit gehen, ganz einfach, weil du mehr Dinge ausprobieren möchtest, weil du merkst, dass du dich jetzt auch gar nicht mehr so wirklich auf irgendetwas festlegen möchtest. Und ja, dir wird auch klar, dass du einfach mehr, naja, so eine Art unkomplizierte Unbeschwertheit in dein Leben haben willst. Du willst halt diesen ganzen Mist nicht mehr und das ist auch gut so. Und das wird dir hier immer klarer, weil hier gibt es halt Dinge, Personen, die dir die Kraft rauben, die Energie rauben könnten. Und du betrachtest es, wie gesagt, aus der Vogelperspektive und du merkst, ich habe darauf keinen Bock mehr. Worauf ich Bock habe, ist halt auf etwas, was unkompliziert ist, was mir diese Schwere auch einfach nimmt. Und ich möchte wieder eine lockere Haltung haben. Ja, ich möchte wieder lockerer drauf sein. Ich will hier nicht immer in so ein Schauspiel hier mitspielen, so gefühlt. Ne? Oh, in deinem Energiefeld habe ich hier die 2 der Kelche. Wow, das Ass der Kelche und der König der Kelche im Kopflage. Eieieiei, hier ist jemand so ein bisschen angepisst, mein Engel. Es könnte auch wirklich sein, dass dich hier jemand getäuscht hat, ja, oder ja, dass jemand eher das Gefühl hat, man hat sich vielleicht auch in dir getäuscht. Ne?
Aber bei dir habe ich tatsächlich, dass hier alle Möglichkeiten für dich jetzt offen stehen könnten. Das sind ja alles Wasserkarten hier, ne? Ich habe in dein Energiefeld eine Versöhnung. Ich habe in dein Energiefeld, dass du dich auch verlieben könntest. Ich habe eine liebevolle Begegnung, wo du das Gefühl haben könntest, ich fühle mich willkommen, ja. Und das ist auch das, was du jetzt vorhast, auch nur noch anzunehmen, scheinbar, dass du, ich sag mal, auf das Boot aufspringst, wo du das Gefühl hast, hier bin ich wirklich willkommen. Ja, also alle niederen Schwingungen könntest du jetzt vorhaben, wirklich hinter dir zu lassen, ganz einfach, weil es dir die Kraft raubt. Ja, also die Kraftkarte in umgekehrter Lage ist immer hier, ihr raubt mir etwas die Kraft. Und ja, es ist wirklich so, dass du auch jetzt dabei bist, Begegnungen wirklich zu suchen, wo es aber auch um Nächstenliebe geht. Ja. Thema ist trotzdem für dich die große Liebe, dass du tiefes Glück empfinden möchtest und gerne eine Vertrautheit spüren möchtest. Ja. Du möchtest schon fühlen, ja, du möchtest es wirklich fühlen, dass mit dem du es zu tun hast, dass das auch irgendwo echt und wahrhaftig ist. Ne? Weil hier geht es auch um Harmonie, um Frieden, um Liebe einfach, die du empfangen möchtest und die du auch scheinbar geben möchtest. Und es ist auch so, die Schattenseite dieser Karte, da geht es um gespielte und geheuchelte Sympathie. Und es kann sein, dass das genau dieser Typ hier getan hat, denn der ist eben wirklich hier in Kopflage vorhanden und das nicht ohne Grund. Ne? Warum sich hier der König der Kelche in Kopflage befindet. Und da habe ich, dass es hier vielleicht wirklich ein Verräter ist in dieser Art und Weise. Ein boshafter, doppelzüngiger Mann. Und mit dem könntest du auch öfter mal dich im Streit gelegen haben, was dir die Energie raubt. Jemand könnte oder könnte hier jetzt so angeschissen kommen, so von wegen, ah, ich verlieb mich in dich und lass uns versöhnen und ne, und hey, wir sind uns so vertraut und ich sehe das auch so, dass du hier mein großes Glück bist. Ich habe hier voll die Erleuchtung, voll die Wandlung und ich glaube an uns, ja. Und am Ende ist es aber auch so, dass dieser Typ hier seine Chance scheinbar oder diese Kirsche mit dir hier wirklich verpasst. Ganz einfach, es geht um ihn, ja, es geht hier wirklich um ihn, was in deinem Energiefeld ist. Weil im Endeffekt könnte man bei dir wirklich die große Liebe finden, diese Vertrautheit, das große Glück. Und du wärst auch offen dafür, dich mit jemandem zu versöhnen und dich auch hier neu zu verlieben. Aber im Endeffekt ist das hier einfach so ein gefühlter schizophrener Typ, wo du gar nicht durchgeblickt hast oder auch aktuell nicht durchblickst, was der überhaupt hier von dir will, beziehungsweise sie. Na? Weil du hast hier scheinbar jemanden immer so gesehen, dass jemand vielleicht zärtlich sein kann, gefühlvoll auch sein kann und hilfsbereit. Ja, und du könntest jemanden auch als sehr erfahren gesehen haben oder siehst es immer noch, keine Ahnung. Aber die Wahrheit ist ja hier, dass es eher ein Verräter ist. Jemand könnte dich hier gefühlt verraten haben und dich angelogen haben, weil man dir so vorgaukelt, dass man hier, dass das die große Liebe ist. Ja, also hier ist so ein bisschen eine Verarsche in dein Feld, mein Engel. Weil das letztendlich eine gespielte und geheuchelte Sympathie hier ist, die hier jemand irgendwie tut. Also irgendjemand in deinem Umfeld und das checkst du jetzt halt auch. Ne? Vielleicht sind es auch mehrere, wo du dir so denkst, also ne, das meine ich damit, Kindergarten, wo du dir wirklich so sagst, das ist hier einfach nur noch Kindergarten, das ist abartig, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte wieder in meine Unbeschwertheit. Hier werde ich nur runtergezogen von dem ganzen Mist, von der Geheuchelei. Und du könntest auch das Gefühl haben, als würde es, als stünde wirklich oder als hätte wirklich ein Bus vor deiner Haustür gehalten, weil du hier nur Idioten um dich drumherum hast, die nur so tun, als wäre da eine übelste Vertrautheit, als könntest du da voll das Glück finden.
Und im Endeffekt ist alles irgendwie nur geheuchelt. Ja, das könntest du hier so wahrnehmen und dir könnte das immer klarer werden. Aber du siehst auch jetzt zukünftig, dass dich das einfach nur noch runterzieht, solche Menschen in deinem Umfeld eben wirklich zu haben. Ich habe auf der Beziehungsdynamik, ja, also auf einer Ebene, wenn es hier um die Liebe geht, was zukünftig auf dich zukommen könnte, dann siehst du vielleicht aktuell noch nicht, dass hier tatsächlich der Sinn schon langsam aufleuchtet hinter den Ganzen, dort, wo du hingeführt werden könntest. Ich habe tatsächlich zukünftig eine sinnhafte Verbindung voller Zukunft und wirklich die Liebe, die du dir vorstellst und die du erhalten darfst. Ja, und das finde ich ist wirklich erstmal richtig, richtig schön, weil nicht alles so schlecht ist und du das auch nicht mehr so hinnimmst. Ja, also du könntest hier wirklich jetzt locker mit einer Sache einfach erstmal umgehen. Der Hierophant selber, der steht ja für das Heilige, also für etwas, was oben geführt ist und das heißt, es ist eine höhere Sache. Und weißt du, es ist auch so, warum um irgendwas oder um jemanden kämpfen, wenn hier jemand für dein Leben ja gar nicht bestimmt ist? Und hier ist es so, dass du tatsächlich beschützt bist, weil der Hierophant auch eine Schutzkarte ist, nur du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Du kannst es nur spüren und dir irgendwie so denken, aber irgendwie bin ich beschützt in der ganzen Sache. Ja, könntest sagen, ich bin irgendwie beschützt, kann mir einer sagen, was man will. Und hier geht es um gegenseitiges Vertrauen, hier kann es auch um eine Heirat gehen, hier kann es um einen Nochmann gehen, um eine Nochfrau. Ja, es kann aber auch sein, dass hier versteckt drinnen ist, dass du einmal noch heiraten wirst. Und du, weißt du, weil das so im blinden Fleck ist, könnte das aber langsam in dein Bewusstsein selbst aufploppen, dass du durch die ganze Kacke hier den Sinn des Lebens wirklich suchst, aber auch finden wirst. Auch wenn jetzt etwas für dich sinnlos erscheint, wird bald, und das wirklich bald, hier alles mehr Sinn ergeben für dich. Na? Und es kann natürlich auch sein, dass du es mit einem Prinzipienreiter zu tun hattest und das hat dir hier die Kraft gestohlen, ja? Weil eben auch der Hierophant im Schatten und der steht hier im Schatten dafür steht, dass es um Heuchelei geht, dass es auch um einen Glaubenskrieger geht, ja. Und ja, wie gesagt, irgendjemand, der sowieso nur schwätzt, unehrlich ist und alles verdreht, ne? Und das ist eigentlich hier erstmal so die Antwort auf das, was ich dir hier erstmal sagen kann. Und im Endeffekt brauchst du das auch gar nicht weiterhin zu dir zu nehmen. Ich sehe auch, dass du das nicht weiter zu dir nehmen wirst. Eben weil du für dich erkannt hast, dass das alles Blödsinn ist, an so einer Sache noch festzuhalten und dich das eh runterzieht. Ja? Du wirst weitergehen mit Hoffnung, ja, und das finde ich gut, weil hier kommt die Zukunft jetzt wirklich auf dich zu und es ist ebenfalls eine Schutzkarte für dich. Denn hier kommt eine glückliche Verbindung voller Zukunft. Ja? Und hier ist es auch so, dass du immer mehr Vertrauen in die kosmische Ordnung findest. Ne? Auch hier mit den Hierophanten, hier ist etwas von oben geführt. Und das hast du eben nicht in der Hand. Und du wirst das für dich immer merken oder immer mehr merken, dass du das auch dann nicht ändern kannst. Die Dinge nicht so ändern kannst. Wenn jemand nicht in dein Leben gehört, dann geht der halt wieder. Und was in dein Leben gehören soll, das bleibt. Ne? Ja, das ist jetzt so das, was ich habe. Und zusammen mit den Liebenden ist es ja noch interessanter, mein Engel. Ganz einfach, weil es hier wirklich um die Liebe geht, weil es um eine Entscheidung geht, weil es um die Treue geht, die ich hier einfach für dich habe. Ne? Und eben vielleicht wirklich hier auch um das, was du dir wirklich wünschst. Letztendlich kommt nämlich raus, dass der Mist, den du hier mit dem hier erfahren hast oder mit ihr, hier ist eine beglückende, also es ist eine gute Erfahrung für dich, die du jetzt hier sammelst. Ich will es nicht schönreden, aber es ist gut für dich, weil du weißt dann immer mehr zu schätzen, was du wirklich hast, ne?
Und ja, und du wirst auch wirklich checken, dass es gut so ist, sich selbst so ein bisschen zu beschränken. Und wenn du dich beschränkst, dann geht es dir auch einfach gut, wenn du hier auf jemanden schaust, der dir nicht gut tut. Und du das den Kontakt nicht einschränkst, dann geht es dir irgendwie beschissen. Ne? Und hier wirst du auch immer mehr erkennen, dass hier jemand nur halbherzig bei der Sache war, dass hier jemand eher entscheidungsschwach war, und dass hier jemand wahrscheinlich auch einfach nur die falsche Wahl war. Ja? Aber gleichzeitig in umgekehrter Weise spiegelt dir hier jemand anderes oder wird dir hier jemand anderes einfach spiegeln, gerade vielleicht auch schon, wie schön Verbindung auch einfach sein kann. Ne? Und jetzt schaue ich mal mit dir gemeinsam auf die zwei der Kelche. Oh, die wollten aber fallen hier. Auf die zwei der Kelche habe ich einen angenehmen Brief, ein Umwerben und unverhofftes Geld. Also du kriegst hier auf jeden Fall von jemandem eine Message reingeflattert, wo es wirklich darum geht, dass Amor noch nicht wirklich abgeschossen hat, wo man dich aber umwerben möchte und dir irgendwie nette Worte ins Ohr sausen möchte. Ne? Das ist das, was jetzt so in der Luft liegt bei dir. Dass du hier eine Nachricht reinbekommst, wo man dir irgendwas ins Ohr sausen möchte. Und tatsächlich habe ich mit den As der Kelche eine Rechtsprechung und das Liebesglück. Also hier wirst du immer mehr erfahren, was dir gut tut, dass du das Recht hast auf das Liebesglück, dass du es verdient, dass du mehr verdient hast. Ja. Und letztendlich habe ich hier drauf die Hauptperson, das Haus und die Mühe und die Arbeit. Also hier ist es so, dass es dir wirklich schwer fällt, hier jemanden wirklich noch zu vertrauen. Am Ende ist es das. Ja? Hier kommen liebevolle Nachrichten. Und immer diese Wertschätzung. Und ja, das ist mein Liebesglück. Ne? So könntest du dir das vorstellen. Das ist er. Ne? Das ist er jetzt für immer und ewig. Aber was unterm Strich ist, du hast es mit jemandem zu tun, wo was anstrengend ist. Es ist anstrengend, sich mit jemandem hier wirklich was aufzubauen. Und wenn nicht sogar, es ist anstrengend, das Vertrauen aufzubauen. Ja. Jetzt schaue ich hier mal noch auf die Liebenden, das sind zu viele, oder besser gesagt auf den Hierophanten. Ja, und das ist es, ja. Also, mein Engel, ich habe zu hohen Ehren kommen und Diebstahl. Das ist wirklich hier jemand, der dich, das ist, du kommst hier mit jemandem nicht weiter, mein Schatz. Das ist hier immer so nach außen so ein Geschwafel, was man hier dir zeigen will, wie toll du bist. Und am Endeffekt kommt hier nichts bei rum, mein Schatz. Ich muss es dir so sagen. Ja, also hier gegenseitiges Vertrauen zu hohen Ehren kommen Diebstahl. Ne? Das ist so dieser blinde Fleck, auch wieder Heuchelei und Geschwätz. Also hier ist jemand, der hat mega Langeweile. Mega Langeweile und könnte dir damit irgendwie einen Tag versauen. Na, schau dir mal an. Wir haben den Todesfall und die Krankheit, ne? Eine Beziehung voller Zukunft, Todesfall, Krankheit. Also hier habe ich auf jeden Fall, dass es tatsächlich für einige möglich sein könnte, dass das hier aufhört. Dass das hier jetzt wirklich aufhört. Wie gesagt, weil du für dich hier sagst, boah, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Das ist mir hier zu blöd. Ne? Es kann auch sein, dass hier tatsächlich jemand auch schon gestorben ist, von dem ich hier gerade noch rede und du irgendwie noch an diesen Menschen denken musst. Ja? Oder es wäre nicht abwegig, dass hier sogar dieser Typ hier irgendwie wirklich krank ist, dass er irgendwas hat, dass es ihm nicht gut geht und es wäre sogar möglich, dass dieser Typ hier vielleicht
bald auch im Sterben liegen könnte. Vielleicht auch irgendeinen Unfall hat oder irgendwas, das kann möglich sein. Gleichzeitig, und da möchte ich jetzt einfach drauf sprechen, ist, dass das, was hier alles nicht richtig läuft und nicht ganz koscher ist, dass das jetzt wirklich ein natürliches Ende nimmt, weil du einfach locker, fluffig, leichter dein Leben leben willst. Na? Das sind ganz schön viele Karten, aber die nehme ich. Ich habe hier die Hauptperson, ich habe den reichen guten Herrn, ich habe eine gute Dame, ich habe ein kleines Kind und ich habe seine Gedanken. Ach, ist der Typ hat einen Arsch offen, mein Engel. Es ist so, trenn dich jetzt wirklich. Also machst du richtig, wenn du hier jetzt sagst, dass du jetzt hier irgendwie, dass dir jemand immer wieder Kraft und Energie raubt. Du kommst ja eh immer mehr auf den Punkt, dass du so ein dummes Geschwätz einfach nicht mehr in dein Leben brauchst. Ja? Wenn hier jemand an dich denkt, dann sieht er dich mit jemandem an deiner Seite, der halt viel Kohle auf Tasche haben könnte, der gut aufgestellt ist und dann denkt er aber auch gleichzeitig an seine eigene Uschi Else hier und an sein Kind. Na? Und ganz ehrlich, jemand könnte auch versuchen, so sein zu wollen, so wie es dein Mann ist. Oder eben so wie es deine Frau ist. Ja, also das ist hier so eine ganz linke Sau, die sich vielleicht irgendwie meint, was abgucken zu wollen, eure Ideen nehmen will, sich in eine Ehe, in eine Partnerschaft einzecken möchte. Ich weiß es nicht, mein Schatz, aber hier alles, was ich hier auf den Tisch liegen habe, ist eine Lüge, ist dummes Geschwätz, ist Palaver. Ja? Das ist hier irgendein Gedicht, was keiner kaufen würde, weil es einfach nur Scheiße ist und offensichtlich, dass das hier alles nicht stimmt. Ich habe hier voll alles gelogen. Alles gelogen, am besten noch ausnutzen. Sorry, mein Engel, aber besser geht's heute nicht. Ja, also, Ja, also es ist. Vielleicht denkt er auch daran, dass ihr ein auf polyamorös macht. Ne? Hat jeder hier noch ein bisschen mehr vom Ganzen? Ach, lass es sein, meine Engel. Das kann ich dir in der Legung hier sagen. Also, das wundert mich nicht, warum du merkst, deine Unbeschwertheit geht raus. Nimmst nicht wirklich am Leben teil. Na, ist ja klar, ne? Wenn hier jemand dich hier umwirbt und du bist so toll, ne? Und ich spreche für dich. Das ist das Liebesglück und du merkst eigentlich schon. Ey, ich muss mir hier nur den Arsch aufreißen für den. Ich muss immer sonst was machen für den. Das willst du hier alles gar nicht mehr. Das wirst du hier alles gar nicht mehr wollen. Ja, und am Ende bleibt das hier wirklich immer wieder aus. Es ist immer wieder dasselbe, mein Engel. Auch hier in dieser Energie. Es wird hier auf jeden Fall nicht besser. Wenn du Bock hast auf eine bessere Energie, dann schau doch gerne einfach mal in das Video rein, was ich heute hochgeladen habe vor der Kamera. Ne? Und ansonsten abonniert diesen Kanal kostenfrei. Aktiviert die Glocke daneben täglich 14 Uhr. Zwei Legungen von mir. Hab dich lieb. Ja. Ciao! -i.